Ein Sprachlager wurde dieses Jahr im St. István Katholisches Gymnasium in Turna organisiert, weil es letztes Jahr ein großer Erfolg war. Viele Schüler, die früher Teilnehmer des Lagers waren, sind in diesem Jahr wiedergekommen. Laut der Lehrkräfte scheint es dieses Jahr auch ein Erfolg zu sein. Grundsätzlich sind die Schüler natürlich im Sommer nicht sehr begeistert, aber diejenigen, die kommen, die sind voll dabei. Und wir haben mehr Bewerber, als wir aufnehmen konnten. Also daher gibt es kein Problem mit der Begeisterung. Diejenigen, die kommen, lieben natürlich die deutsche Sprache und sie möchten es hier noch weiter vertiefen. Das Ziel des Sprachlagers ist die Kommunikation und die deutsche Sprache spielerisch zu lernen. Das Sprachlager wird nicht direkt von der Schule organisiert, sondern von der Fremdsprachenstiftung des Gymnasiums und dadurch wird es finanziell unterstützt. Letztes Jahr hatten wir 5 Tage, diesmal ging es nur mit 4 Tagen. Es gibt verschiedene Themenbereiche, die aufarbeiten, zum Beispiel Kochen oder Sport. Und wir machen das möglicherweise spielerisch und kommunikativ. Also es gibt deutsche und englische Gruppen und jeweils 2 Gruppen, in 2 Gruppen aufgeteilt. Und insgesamt sind das 40 Schüler, also in jeder Gruppe gibt es 10 Schüler. Wir wollten nicht höher gehen, weil dann es nicht mehr so wirksam ist. Das Sprachlager ist nicht nur für die Schüler des Gymnasiums, sondern für Schüler aus den Grundschulen aus Turna oder aus den Nachbardörfern gedacht. Ab der 6. Klasse haben sie die Möglichkeit zu kommen. Sie sind in 2 Gruppen nach ihrer Sprachkenntnisse aufgeteilt. Die deutsche Sprache zu lernen hat sehr viele Gründe, viele Vorteile. Einerseits sind wir geschichtlich verankert, also in Turna leben sehr viele Deutschstämmige, auch wenn die Eltern oder Großeltern nicht oder wenig Deutsch sprechen. Irgendwie traditionell ist es doch verankert. Wirtschaftliche Vorteile hat es natürlich auch. Das Land Ungarn ist voll mit deutschen Unternehmern. Hier in Turna gibt es mehrere Großbetriebe in deutschen Händen. Und auch als Tourist oder als Student kann man das gut gebrauchen. Camilla ist unsere Trainerin. Sie wird alles auf Deutsch sagen und wir werden mitturnen. Musik.